Hey und ho, hier ist wieder euer Vorbuddler von minenarbeit.de mit einem Wir spielen Minecraft. Und, oder wir spielen Minenarbeit, könnte man auch sagen. Ja? Es spricht sich übrigens auch Minenarbeit, ganz normales deutsches Wort. Ne? Ich bin mal eben rübergerannt, um euch nochmal die Monsterfalle in ihrer ja relativ endgültigen Version nochmal zu zeigen. Ich habe ja inzwischen ein bisschen weitergemacht. Und zwar seht ihr, dass es hier unten jetzt viel geräumiger geworden ist. Leute hatten auch noch Idee, irgendwas zu begrünen und so. Das mache ich auch, wenn ich denke mal mit Beta 1.8 macht das dann richtig Spaß, wenn ich hier wirklich so grünes Zeug noch reinhängen kann irgendwie. Es war auch dann hier von einem Glasdach die Rede. Dass ich ein Glasdach drauf baue, das ist keine schlechte Idee. Würde ich eher dann hier in dem Bereich machen und nicht da über dem Wasser. Das hat, da habe ich nichts von. Also das Wasser, da merkst du auch gar nicht, dass da Glasdach drunter ist. Und in die Monsterfalle rein gehst du auch nicht. Also nochmal zur Erklärung, dieser Bereich, wo wir hier uns aufhalten, der ist ja nicht unter Wasser. Ne? Sondern nur der eigentliche Monsterfänger, ne? Der Spawner, der ist unter Wasser. Ah, wie das so funktioniert, daran kann ich mich ergötzen. Ne? So. Pfeile, alles. Ah, ich muss auch gleich mal mit dem Bogen raus und irgendwas abknallen. So, dann haben wir hier, habe ich das Ofen und Werkbank da so eingebaut. Ihr seht, man kann rumrennen. Also das lasse ich jetzt auch so scheppig hier. Ich dachte, das passt ganz gut. Es war auch nur Mordsarbeit. Hier war überall Wassereinbruch. Also überall Sand drüber. Immer so drei bis vier Lagen Sand und dann kam Wasser hinterher. Das war also ziemlich langwierig, das hier so zu bauen. Hier geht's runter in so ein Höhlensystem. Das fand ich irgendwie lustig so. Das finde ich irgendwie cool so zu lassen. Erstmal, ne? Und ja, alles viel geräumiger. Und dann habe ich da hinten am anderen Ende noch eine Klapptür. Die führt uns, dann war ja hier dieser Nebenraum, ne? Erstmal so gelassen. So. So, und dann habe ich dann stattdessen hier diese Falltür reingebaut. Da kommst du dann unten rein. Da, wo wir, ne, da ging es normalerweise raus. Hier habe ich noch diesen Erdhaufen. Das ist natürlich jetzt hier so die Möglichkeit, dann da diese Höhle auch zu erforschen und zu plündern. Habe ich im Moment jetzt keine Lust drauf. So wichtig ist das mit Ressourcen nicht. Ich renne lieber mal raus. Ja, komm, einmal. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich bin ja nicht mehr am Server. Ja, am Server kann man natürlich überall runterspringen. Da bin ich ja so Halb-Admin, ne, so verkappter Admin irgendwie, ne, und so ein. Hat schon wieder was. Ah, ist aber nichts wie weg hier. Das artet ja in Arbeit aus, du. Ja, bist ja nur noch am Aufsammeln hier. So, komm weg. Den Rest, den ignorieren wir jetzt einfach. Ist euch das auch hell genug hier drin? Okay. Dann, laufe ich mal zurück. Ah, hier habe ich auch Bäume gepflanzt. Den finde ich total schön hier, ne? Auch die beiden da vorne finde ich total schön. Die habe ich jetzt, die erkläre ich jetzt zum Naturdenkmal. Guck mal, ist sogar so ein Dreierbaum, ne? Toll, wie das zusammengewachsen ist. Strand muss ich mal schöner machen. Das soll mir jetzt egal sein. Ich mach das jetzt nicht. Ich lauf rein. Ich habe euch unsere Projektwand gezeigt. Da können wir vielleicht mal anfangen. Vielleicht fangen wir an mit dem Bettenraum. Ich lag mal eben hier die das ganze Grünzeug, hier den Salat mal aus. Boah. Seht ihr schon, mein Hobby, ne? Auch das kann erstmal weg. Ja, müssen wir demnächst mal ein bisschen aufforsten. Gehen das Holz. Ach komm, das ist nämlich jetzt nicht so wichtig. Ist das nicht. Wir müssen jetzt oben den Schlafbereich. Das ist die nächste Etage. Diese. Die möchte ich mal aufhauen. Und zwar. Ach, das ist ja relativ tief. Das ist gut. Das ist gut. Ah, da hatte ich aber so eine Vision. Das ist so richtig. Also nicht einfach Türen rein, sondern sollte noch so eine Zwischenwand mit Säulen irgendwie sein. Dass das so ein bisschen besser aussieht. Also ich sag mal hier, wenn man da jetzt immer so. Achtung, die Fackel ist gleich weg, dann wird es etwas dunkel. Hui! Wo sind eigentlich meine Fackeln? Habe ich die etwa bei dem Spinnenangriff liegen lassen? Ja, offensichtlich, ne? Ganz offensichtlich. Oder ist mir da jetzt irgendwas entgangen? Ach, da sind sie doch noch. Da sind sie doch noch, siehste? Ich hab doch schon wieder irgendwie was auf dem Augen.
So, pass auf, so habe ich mir das vorgestellt. Da sollen jetzt hier in dem. Können wir ja vielleicht auch noch anders machen, wenn es zu eng wird. Wenn wir jetzt hier so rumgehen, das auch weg, die ganze Ecke hier weghauen. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe, ne? Ich habe ja immer so Visionen, ne, beim Bauen. Ich messe ja nichts aus. Eigentlich so gut wie nichts. Ab und zu mache ich das mal. Mit der Schaufel ist das keine gute Idee. Nehmen wir lieber die Hacke. So. Dann hoffe ich mal, dass das ungefähr passt. Ja, komm, damit kann ich leben. Dann machen wir mal wieder eine Fackel dran. Bevor es noch Tränen gibt. So. Alles mitnehmen. Da muss ich jetzt auch mal dran denken. Ne? Auf dem Server kann man das ja schon mal liegen lassen. So. Weil ich da nicht spiele auf dem Server, ne? Manche, sie rufen immer Cheater. Ich sag ja und, ne? Wieder egal, klar, ne? Hauptsache macht Spaß, sag ich immer. Das ist alles, was zählt, ne? Überhaupt cheaten, was habt ihr da ein Problem mit, ne? Ich meine, es ist ja hier kein was weiß ich, Action Adventure Roleplay Ding Bum Dingsbums, ja, so irgendwie so ein Spiel, wo du dann dir was weiß ich eine Waffe machst, die sonst niemals haben könntest, sowas. Irgendwie, oder in so einen Weg cheatest, weißt du, wo du nicht hinkommst, sondern fliegst du dahin oder irgend sowas. Das sind Cheats, die beeinträchtigen wirklich den Spielablauf auch wirklich, ne? Aber sowas gibt es in so einem Sandkastensystem eigentlich nicht, wo es ums Bauen geht, ne? Da muss jeder seinen Weg finden, irgendwie Spaß zu haben, ne? Aber bevor ich euch jetzt hier so aufschrecke und, ne? Ich habe nicht vor, hier im Let's Play oder in dieser Wir spielen-Serie irgendwas zu cheaten. Ne? Hätte ich eventuell in Erwägung gezogen hier mit dem Laub, um es halt als Deko noch ein bisschen verwenden zu können. Was ich hier mache, ist völliger Blödsinn. Also zumindest eine Reihe müsste ich stehen lassen als Zwischenwand. Ich muss aber mal eben gucken, wie tief das überhaupt noch hier in den Berg geht. Auch doch noch reichlich. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und da hinten? Wir mal eben noch ein bisschen da reinbuddeln. Da sind ja auch Höhlen hinter. Das wissen wir ja inzwischen. Ah ja, okay. Das ist auch tief genug. Also kann ich hier so richtig großzügig arbeiten. Ich stell mal vor, die Tür muss weg. Ah, da stimmt aber was mit den Partikeln nicht. Ne? Die sollen ja wahrscheinlich nicht so pink sein. Da muss ich aber nochmal ran. Ja, da muss ich nochmal ran. Bitte verzeiht mir, wenn das noch nicht funktioniert. Ist ja nicht so schlimm, aber da muss ich mal gucken, woran das liegt. Wie habe ich das denn vor? Hier sollten da mindestens zwei. Da müsste jetzt hier mal eben stelle ich mir so einen Stein hin als Orientierung. Weiß gar nicht, den könnte man sogar als Koppelstein nehmen. Das sieht ja, das ergänzt sich ja schön. Ja, das kann man machen. So, und dann ist das praktisch so die Vorderwand von so Schlafkammern. Machen wir hier mal alles weg. Wie tief muss das? Das muss ja gar nicht so tief und groß sein. Draußen ist Unwetter, merkt ihr das? Na, das ist übel. Übles Wetter. So. Nein, mit dem Laub hätte ich das ein bisschen vielleicht mal was leer gecheatet. Das brauchen wir jetzt nicht mehr mit 1.8 dann eh nicht mehr. Wenn das dann auch, dann kannst du das ja auch hier so zum Beispiel als Deko benutzen. Genau das hatte ich ja vor. Als dämlich einen Baum hinzubauen. Also einen Stamm. Also wenn das doch gar nicht passt. Also es würde vielleicht passen, aber. Ne, das ist es halt, was mich störte. Ja, und Gold, ne? Für so lange Eisenbahnstrecken, ne? Das ist natürlich. Das wäre dann noch was gewesen, aber im Moment stellt sich diese Frage einfach für uns noch nicht, ne? Ich werde ja auch nochmal in die Höhlen runterkrauchen. Das werde ich wohl da mal wohl machen müssen. Und dann werde ich da nochmal Ressourcen abschöpfen und vor allem ganz wichtig. Au, das muss auch auf die Projektwand. Das muss aber wirklich auf die Projektwand. Eieiei, das müssen wir sofort auf die Projektwand schreiben. Pass auf, das machen wir mal eben. Wir laufen zur Projektwand.
So. Haben wir denn noch ein Schild da? Der müsste eigentlich, ne? Ja, guck mal. Ohohoho. So, da muss auf die Projektwand aber ganz dicke. Eine Slime Höhle. Ne? Wir brauchen doch Slimes jetzt für Sticky Pistons. Und ohne Slime nix Sticky Pisten. Und ja, da müssen wir wohl Not oder Übels mal irgendwo. Nur wo? Ne? Also, ja, ich habe natürlich jetzt. Schön ist ja überall hier, muss man ja sagen. Aber vielleicht. Ah ja, muss ich mir einfach noch ein paar Gedanken zu machen. Wo wir das so machen? Jetzt Hacke kaputt. Hacke kaputt. Ohne Hacke nix. Gut mache. Habe ich Holz dabei? Ich habe doch alles dabei. Was mache ich denn hier so kompliziert? Aber kann ich doch einfach hier so ein paar Sticks herstellen. Und dann mache ich mal eben 24, nee, 12 Hacken. So, alles, was geht. Alles, was geht. Denn es fällt mir auch gerade noch ein. Kriege ich den 12 hin? Ich will 12 hinkriegen. Mach ich das so. Denn ich habe hier noch eine Kiste für Werkzeug, ne? Und da wollte ich das mal hier so ein bisschen füllen, so mit der Zeit, dass wir immer dann schon mal ein bisschen Ersatz haben. Zwei Hacken nehme ich ja immer gerne mit. So. Ne? Jetzt sammle ich mir das Zeug wieder auf da, bevor es die gute Tür, ne? Nicht verschwenden. Oh, Gewitter. Ah, das werden hier schöne Wohnbereiche. Weiß gar nicht, warum ich hier so Wohnbereiche hinbaue. Ja. Weiß ich überhaupt nicht, aber weil das ist ja jetzt hier kein Server, ne? Da kommt ja keiner drauf außer mir. So, aber es soll halt gut aussehen und es soll natürlich auch eine Vorlage sein. Dafür macht man diese Let's Plays ja auch. Ich will euch ja auch inspirieren einfach, ne? Dass ihr dann eben auf euren Servern oder sonst was oder zu Hause einfach so eben auch mal noch ein paar Ideen habt. Und wenn das dann besser macht oder anders. Aber Hauptsache, ich gebe euch so eine Grundidee vielleicht. Na, und ihr zaubert dann was Schönes dahin. So. Mal hier ein paar Fackeln hin. Das ist ja sonst viel zu dunkel. Okay. Dann, ja, doch mal alles weghauen. Wenn ich das doch aus Koppelstein mache, dann sollte da doch auch alles weggehauen werden. Was ist jetzt kaputt? Oh, das, Entschuldigung, das war ein kleiner Leck. Das liegt an Fraps, glaube ich. Das hat gerade einen Schnitt gemacht. Dateischnitt irgendwie. Offenbar hängt er sehr gerne mal, je nachdem. Aber das kommt ja zum Glück nicht so häufig vor. Deswegen sind wir da auch gar nicht böse mit dem kleinen Vorbootler. Ja. Der ja übrigens nur so einen ganz normalen Standardcomputer besitzt, ne? Also gar nichts Tolles, ne? Hab schon mal Leute, haben mich schon mal gefragt, Mensch, wie kriegst du die tolle Qualität hin? Also das sind jetzt nicht meine Worte, das sind deren Worte, ne? Ja, eigentlich gar nichts Besonderes heute. Ja, gar nichts Besonderes. Es steht auch alles auf minenarbeit.de/FAQ. Na, da könnt ihr das dann lesen. Ja, also ich buddel die weiter jetzt, ne? Mach das mal ein bisschen fertig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, damit ihr hier nichts verpasst. Bringt auch ganz viele Freunde mit, ne? Freue ich mich immer drüber. Seid alle herzlich willkommen. Also bis demnächst dann. In Kürze. Und tschüss.